Schnick, schnack, schnuck ja. Jetzt. Da läuft es schnell, ja. Also, wie geht das? So. Schnick, schnack, schnack. Oh, habe ich jetzt gewonnen? Ja. Also gut. Hallo Noel. Hallo. Was hat dir in der Schule am besten gefallen? Nicht so viel. Einfach Zeit mit meinen Freunden zu haben und ja, ich denke so auch natürlich was zu lernen. Du musst ehrlich sein hier. Ich bin total ehrlich. Schön. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Für mich selber oder für die ganze Welt? Ja, ja, für die ganze Welt. Genau. Weltfrieden. So. Ja, schon so was in die Richtung halt. Viele unnötige Kriege und so, finde ich schon scheiße. Ja. Gegen welchen Gegner spielst du am liebsten und warum? Gegen welchen? Ja, also ich denke, man spielt am liebsten, oder ich jetzt so in der Champions League, eigentlich würde ich sagen, am liebsten gegen Lyon, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht so die erfolgreichste Quote bis jetzt hatten. Denke ich, macht es am meisten Spaß, gegen so einen Gegner zu spielen und hoffentlich beim nächsten Duell sie auch zu schlagen. Ja. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Deine Jugend. Dein Alter. Ah, was ist dein liebstes Urlaubsziel? Ja, ich würde sagen, da wo ich mich am besten entspannen und erholen kann. Und das ist in Spanien, in unserem Ferienhaus. Ja, in Spanien, ja. Genau, in Spanien. Verallgemeinern wir das ein bisschen. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Oh, Fußballspielen mit meiner Familie, also mit meinem Vater. Das war dann aber immer ein bisschen so, dass wir uns am Schluss gestritten haben, mit meinem Bruder auch und so. Manchmal waren noch Cousins dabei. Aber das war trotzdem schön, weil wir immer trotzdem viel Spaß hatten. Es konnte halt niemand verlieren von uns und deswegen ist es immer ausgeartet. Aber es hat immer Spaß gemacht trotzdem. Das ist die Hauptsache. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Deine Erfahrung. Oh, so schön. Wohin würdest du gerne auswandern? Ich bin ja schon eigentlich ausgewandert nach Wolfsburg. Ja, und es gefällt mir wirklich sehr gut. Aber ich sage jetzt noch was anderes. Ja, so mir gefällt der Nahe Osten sehr. Also ich würde gerne mal im Iran wohnen und die Sprache lernen und so. Aber wenn ich vielleicht dann da bin, würde es mir vielleicht gar nicht so gefallen. Ich habe keine Ahnung.